Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos Zock the Witcher 3 Wild Hunt. Hier mit den freundlichen grauhaarigen Herrn Geralt. Und der geht hier durch diese schmale Gasse. Edgy Bitch! Ja, Edgy Bitch. So kann man es sagen. Wir gucken uns so ein bisschen Stadtflair an, während ich eigentlich von einem Quest zum anderen tingle. Lassen so ein bisschen das Örtchen hier auf uns so wirken. Ah, typisches Fachwerk. Ja, man kennt's. Wieso hat er zwei Schwerter? Verliert er sie so oft? Ja, das kann auch passieren. Ich wechsle sie zumindest oft. Aha. Alter Mann, ja, der scheint es auch mit dem Rücken zu haben. Das beste Angebot, weit und breit. Eins zum Hilfe. Preis von zwei. Rette mich. Ich sterbe an Armut. Naja, das ist ein ziemlich armes Land hier. Erinnert ein bisschen so an Berlin. Hier gibt es auch eine Menge Armut. Und das ist leider Realität, leider kein Witz. Aha, hier haben die sich hier so einen Feuerschrein gemacht. Ausgeburt der Hölle. Ah. Da, der ewige Flamme. Können wir die ewige Flamme ausmachen? Geralt kann doch sowas, wa? Hm, in dem Fall wohl nicht. Okay, ihr habt Glück gehabt. Ich kann die ewige Flamme hier nicht ausmachen. Das ist ja mal mit diesen Glaubensschnonsen ist ja mal Ende. Das sieht hier nett aus, hier mit den Hochgehen hier und so. Das ist nett. Hier ist das ganze Grünzeug. Sowas mag ich. Ah, hier so ein bisschen Efeu dran, was hier so ein bisschen hochrankt. Das haben die ganz nett gestaltet. Geht die Flamme hier wesen an? Ja, die geht. Okay. Ja, die unten, da kann ich leider nicht ein- oder ausschalten. Oh, was ist denn da für ein Muster auf der Rückseite? Fisch? Großer Fisch, isst Fisch, Fisch, Fisch und isst den Fisch. Und immer größer. Mhm. Da ist Musik. Und eine Katze. Hallo, Katze. Hier ein Rat. Kannst du nicht gut singen? Dann sing laut. Cool. Die Taverne ist ganz hübsch, aber du bist sicher mit dem Zirkus hier? Ich weiß nicht, ob ich die Stelle annehmen soll. Sicher. Wow. Kann ich davon ausgehen, dass das stimmt? So, dann gehen wir mal ins hier, dieses Häuschen. Da ist er auch schon. Wache von sowieso. Okay. Wohnt hier Baronin Lavalette? Hat dich nicht zu interessieren. Die Baronin gibt sich nicht mit jedem ab. Keine Sorge. Ich bin wegen ihrer Kammerzofe hier. Molly. Geh aus dem Weg. Die Baronin reitet aus. Verschwinde. Sei gegrüßt, Hexer. Ich bin erstaunt, dich hier zu treffen. Aber ich glaube nicht an Zufälle. Geralt von Riva, Schlechter zahlreicher Monster und meines Sohnes. Aha. Du hast recht, General. Mein Besuch ist kein Zufall. Ich suche hier jemanden. Hier hast du nichts zu suchen. Hauptmann, lass diesen Mann nicht rein. Verzeih bitte, Morvran, aber mir ist die Lust auf die Rennen vergangen. Erst den Sohn einer Frau töten und dann an ihrer Tür erscheinen? Ich hab gedacht, Hexer hätten einen besseren Überlebensinstinkt. Ich suche ein Mädchen namens Molly.
Sie soll hier arbeiten. Ich fürchte, du bist nicht auf dem neuesten Stand. Molly arbeitet nicht mehr hier. Mhm. Hat die Baronin sie entlassen? Ganz im Gegenteil. Molly hatte genug vom Dienen. Nach Arjans Tod kam Luisas Neffe, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Und als er Molly sah, da... Tja, kurz darauf haben sie geheiratet. Sie warten nun auf sein Erbe. Da der Sohn der Baronin tot ist, geht das Anwesen an ihren Neffen. Und an Dame Laatat. Unlängst noch bekannt als Molly. Mhm. Ich frag mich, ob Molly diesem Neffen oder seinem Erbe verfallen ist. Das wird sich zeigen. Aber ich tippe, dass sie beidem nicht abgeneigt ist. Aha. Also gut. Wo finde ich die frisch vermählte Dame Laatat? Die gute Molly hat eine neue Leidenschaft. Pferderennen. Soviel ich weiß, hält sie sich gerade bei der Gräfin Wegelbut auf. Und genau dorthin bin ich unterwegs. Da du mir Luisa abspenstig gemacht hast, wie wär's, wenn du mich begleitest? Nein. Ich denke, ich finde schon zu den Wegelboots. Ist gut. Schau doch später mal bei den Rennen vorbei. Ich halte Ausschau nach dir. Na. Ich aber nicht nach dir. Ist dem bestimmt nicht aufgefallen. 1000 noch was und so wie Meter. Ganz schön weite Strecke. Jetzt müssen wir mal nachschauen, wo wir hier irgendwie so eine Schnellreisemöglichkeit haben. Im Süden hätten wir eine Schnellreisemöglichkeit. Was ist denn da? Sprich mit Rosa Altäre. Wäre halt auch noch eine Möglichkeit. Wir verneigen uns im Gebet. Dann habe ich das Weichei bis in den Garten gejagt. Hast du ihn erwischt? Hm. Nein, der Arsch hat sich gewunden wie ein Aal. Dann ist er durch das Loch in der Mauer hinten geflüchtet. Aha. Was willst du? Ich bin der neue Koch, ich bin der neue Schwertkampflehrer. Rosa Va Artre erwartet mich. Ich soll sie im Schwertkampf unterweisen. Genau. Sie wartet schon. Genau. Und wie sie wartet? Okay. Ich hoffe, dir ist klar, worauf du dich eingelassen hast. Hoffe ich auch. Fräulein Rosa hat ein animalisches Temperament. Kennt keine Gnade, wenn sie ein Schwert in der Hand hat. Na. Schnapp dir ein Holzschwert und pass auf, dass du dem Fräulein nicht wehtust, sonst lernst du den Botschafter kennen. Holzschwert. Komm mit. Du bist mein neuer Lehrer? Na sowas. Diesmal hat sich Papa ja wirklich Mühe gemacht. Nimm dir erstmal Holz. Zeig, was du drauf hast. Okay. Mund halten und kämpfen. Na, ein bisschen ausweichen. Hör auf zu prallen und kämpf. Verdammt! Ja. Gut gekämpft. Du bist viel besser als der Letzte. Ich bin eigentlich gar nicht dein Schwertkampflehrer. Ach, wer bist du dann? Und wie bist du reingekommen? Ich bin ein Hexer. Ich suche... Ein Hexer? Fantastisch! Ich wollte schon immer einen Hexer treffen. Wie aufregend! Ah.
Ja, sehr schön. Was ist daran aufregend? Was ist denn daran so aufregend? Der Tanz auf dem Vulkan, Spuren lesen, gegen Bestien kämpfen, unterm Sternzelt schlafen. Oh, das muss toll sein. Mhm. Kämpf mal gegen einen Zeugel, wenn du bis zum Hals im Abwasser stehst. Unvergleichlich. Das gehört wohl nicht zu den Höhepunkten. Warte, wolltest du nicht was fragen? Ja. Wollte ich. Du bist übrigens gar nicht so übel mit dem Schwert. Ehe ich frage, muss ich sagen, dass du recht gut mit dem Schwert umgehst. Lass nur deine linke Flanke nicht offen, wenn du ausweichst. Oh ja, schreckliche Angewohnheit. Werde ich einfach nicht los. Hatte gehofft, jemand aus Novigrad könnte mir dabei helfen. Aber verwirr mich nicht mit Ratschlägen. Du hast schon gestanden, dass du nicht zum Training hier bist. Naja. So, ich muss dich was wegen zu Ritterschwan fragen. Genau. Ich wollte nach deinem Rhetoriklehrer Rittersporn fragen. Rhetoriklehrer? Zum Lachen. Als solchen hat Papa ihn eingestellt, aber er hatte daran kein Interesse. Meist hat er Laute gespielt und gesungen. Wollte wohl jemandem den Hof machen. Also hat er nicht. Aber ihr hattet doch irgendein Verhältnis. Wenn du es ein Verhältnis nennst, das er mir nachstellte, jedenfalls lief zwischen uns nichts. Meine Schwester hatte ihren Spaß auf unsere Kosten. Doch genug geplappert. Kämpfe! Ich verlange eine Revanche. Aha. Eine Revanche. Oh. Komm, junge Dame. Du wirst es nie lernen. Auch wenn du kein Lehrer bist, solltest du einer werden. Willst du mir nicht ein paar Stunden geben? Wollen wir? Ja, sie scheint eigentlich recht nett zu sein. Können wir ja mal machen. Einer Dame darf ich nichts abschlagen. Was turtelt ihr Täubchen denn da? Du hast mich nach meinem Verhältnis zu Rittersporn gefragt? Nun, hier ist die Urheberin des Durcheinanders. Edna Var Atre, größte Unruhestifterin nördlich und südlich der Yaruga. Aha. Moment mal, wollt ihr sagen, dass Rittersporn euch verwechselt hat? Gelegentlich schon. Das hat Rosa aber schnell aufgeklärt. Wenn du kurz deinen gehässigen Mund halten würdest, liebe Schwester, könnte ich erklären. Edna hat Rittersporn Liebesbriefe geschickt, unterschrieben mit meinem Namen. In seiner Eitelkeit ist er darauf reingefallen. Ich dürfte mich der Avancen des alternden Baden erwehren. Rosa, es war doch nur gut gemeint. Ich fand, dass du Hilfe beim ersten Schritt brauchst. Du bist bei jeder seiner Balladen errötet. Hör auf, sonst singt er als nächstes bei deinem Begräbnis. Ganz ruhig, die Damen. Beruhigt euch, meine Damen. Kein Poet ist einen Streit unter Schwestern wert. Schon gar nicht dieser. Hört mal, ich will nur eins wissen. Habt ihr Rittersporn in letzter Zeit gesehen? Edna vielleicht. Ich jedenfalls nicht. Liebe Schwester, ich würde mich doch nicht mit einem Mann treffen, für den du heimlich brennst. Brennen? Für einen, der ständig die Talente einer anderen preist? Dazu bin ich nicht dumm genug. Tja. Gebildete junge Damen wie ihr wissen doch sicher jede Menge über Politik. Wir haben dies und das aufgeschnappt. Was willst du wissen? Ja, was will ich gerne wissen? Der Kaiser und seine Kohorten müssen begeistert sein. Der Kaiser drängt weiter nach Norden. Die Höflinge sind sicher begeistert. Seine Vertrauten sicher. Aber Papa sagt, dass das nicht mehr lange so geht. Warum nicht? Er meint, dass der Krieg den Handel stört. Und dass die Leute es leid sind, die Abenteuer des Kaisers zu bezahlen. Ja, Krieg kostet Geld. Wie läuft denn der Krieg? Ist eine Entscheidung in Sicht? Papa sagt, vieles hängt an Radovid und daran, wer Novigrad zuerst einnimmt. Wieso Novigrad? Das ist doch eine freie Stadt. Sie ergreift nie Partei und hält sich aus jedem Streit raus. Oh, jedes Kind weiß doch, dass Novigrad die größte Flotte der Welt hat. Und angeblich quillt die Schatzkammer so über, dass man zwei Armeen ausrüsten könnte. Tja. Anderes Thema.
Was machen zwei junge Adlige aus Nilfgaard in Novigrad? Vor Langeweile eingehen. Papa ist Diplomat. Außerdem hat er geschäftlich in Novigrad zu tun. Er ist Mitglied der Handelsgesellschaft. Oh je. Er nimmt uns mit, wohin er geht. Und dann muss er uns immer neue Lehrer suchen. Und in Novigrad fiel die Aufgabe Rittersporn zu. Rosas Verlobten. Edna! Verhielt sich Rittersporn in letzter Zeit seltsam? Ungewöhnlich? Ungewöhnlich? Eigentlich nicht. Zwecklos, Geralt. Sie ist so verknallt, die würde nicht mal merken, wenn er zum Werwolf würde. Edna! Was denn? Du musst nicht so tun, als wäre er normal. Weißt du noch, als er uns auf den Friedhof führte? Rhetorikstunden auf dem Friedhof? Selbst für Rittersporn ungewöhnlich. Wir wollten die Gräber berühmter Professorin von Ochsenfurt besuchen. Am Ende stellte er lauter Fragen über Markgraf Henkel. Über wen? Ein exzentrischer alter Kauz. Neulich verstorben. Als junger Mann ist er offenbar ein wichtiger und großzügiger Förderer der Künste gewesen. Aha. Von wem hat Rittersporn denn gesungen? Kennt ihr sie? Sie ist wohl eine Dichterin oder Bardin. Selbstredend außergewöhnlich begabt und fähig. Aber wer weiß. Der Bade hat sie vielleicht erfunden, um uns eifersüchtig zu machen. Erbärmlicher Chorknabe. Das hat auch geklappt. Du bist schon beim Reden darüber ganz rot geworden. Oh ja. Yeah. Und du wirst erst rot, wenn ich dir die Augen auskratze. Juhu, Bitchfight. Ich muss los. War mir ein Vergnügen, aber ich habe noch was zu erledigen. Äußerst erfreut, dich kennenzulernen. Komm bald wieder. Aha. Und? Was ist jetzt mit weiteren Stunden? Tut mir leid, Rosa. Im Moment kann ich nicht. Dann leb wohl. Oh, hier. Für deine Zeit. Oh, Kohle. Schön mit Öl, junge Dame. Endlich wieder mal re-equipped. Passt das schon mal wieder? Ja. Gut, gehen wir einfach mal hier raus. Lassen wir einfach mal alles liegen. Bin ja keine Elster. Elster von Lothringen. Wo soll ich denn hier lang? Ach, da hoch. Es ist aber auch sehr toll beleuchtet hier, muss ich echt mal sagen. Es ist echt der Hammer. Also teilweise weiß ich echt nicht, was ich hier von den Lichtwerten halten soll. Ja, so düster, so, es ist ja Wahnsinn. Ich könnte mal sagen, deshalb spricht man auch so vom dunklen Mittelalter. Gut. Sehr schön. Es regnet zumindest wieder ein bisschen. Ja, ja. So, ganz erstaunlich. Gut, wir machen erstmal für heute hier Ende. Hatten ja die letzten Folgen so ein bisschen überzogen gehabt. Versuche ich ein bisschen, naja, wieder ein bisschen reinzuholen. Euch erstmal da draußen wieder einen schönen Tag. Ciao, ciao. Bye, bye. Und Cheerio.